Challenge accepted. Und zwar Tag Nummer 2, heute Shopify Challenge. Heute richten wir unseren Online-Shop ein. Ich habe das auch gestern schon zur Hälfte getan. Zeige euch da ein bisschen, was ich gestern gemacht habe, wie ihr das Ganze auch selber umsetzt. Und dann gucken wir einfach mal, worauf du auch achten solltest, wenn du so einen Online-Shop halt einfach einrichtet, dass du eventuell später auch keine Probleme hast. Wie gesagt, immer mit den Punkten auch, was die anderen Kanäle hier bei den YouTube-Videos halt nicht erwähnen, direkt aus der Praxis. Das ist auch kein Account, der jetzt als Testphase läuft, sondern der wird auch gleich richtig betrieben. Klar, logisch, der ist noch nicht fertig. Wenn er richtig ist, dann ist er freigeschaltet. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Genau, ja, hey, Party. Frankie ist ja offizieller Printful-Partner. Nicht Printful-Partner bin ich auch, aber auch offizieller Shopify-Partner, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Also bin ich schon seit ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, wann das war. Dementsprechend unten in der Videobeschreibung habt ihr nochmal einen Link, womit ihr das Ganze 14 Tage kostenlos testen könnt. Ihr könnt mitmachen, den Store bauen, passiert euch nichts, wird auch nicht in Abo umgewandelt. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr das halt weiter betreiben. Und wenn ihr nicht Bock drauf habt, dann lasst das halt eben sein. Und deswegen nicht lange quatschen, also ran an den Rechner und los geht's. So, also wir fangen jetzt an, unseren Online-Shop einzurichten, und zwar erstmal bei den Themes. Und zwar hier gehst du rauf bei den Themes und kannst dann dementsprechend hier verschiedene anpassen. Du hast auch die Möglichkeit, hier bei kostenlosen Themes einfach mal zu wählen. Also wenn du dir das Ganze hier anguckst, eventuell, wie sieht das Ganze aus? Ein Theme erstmal zur Erklärung, das ist quasi der Aufbau eines Shops, die Hausfassade. So kann man es in etwa sagen, die Struktur innen drin, die Träger und wie so ein Haus zusammen ist, das machen wir auch noch, aber hier kannst du quasi erstmal so die, ist es verputzt, ist es vermauert, verkachelt, weiß ich nicht was, das kannst du alles hier auswählen. Also du hast hier kostenlose Themes, dazu immer so ein bisschen zu sagen, weniger ist mehr. Brooklyn ist ganz gut, dann haben wir das Simple ist eigentlich auch ganz gut. Und die beiden, die könntest, oder Minimal, sind diese drei, die du eigentlich immer wählen kannst, die ganz ja, entspannt sind, um damit halt zu arbeiten. Der Vorteil hier ist natürlich, wenn du kostenlose Themes von Shopify nimmst, dass die kriegen Support. Da wird auch, wenn was schief geht, wird dir leicht geholfen. Wenn du natürlich hier irgendwo Shopify Store Sachen halt kaufst, dann kann es halt passieren, dass da eventuell nicht gleich irgendwie so schnell die Hilfe kommt. Gut, das Ganze, ich habe jetzt hier einfach mal das normale Debut-Theme genommen. Ich werde auch diese Challenge halt so machen, dass ich hier wirklich keine großen, riesen Geheimtricks jetzt mache und es mir auch ein bisschen schwerer mache, dass ihr auch seht, dass es wirklich, selbst wenn man sich schwer macht, dass es halt auch machbar ist, sowas halt zu schaffen. Gut, das ist jetzt mein Theme. Ich habe jetzt hier Folgendes eingerichtet. Ich habe hier oben erstmal eine Versandnachricht eingerichtet, dass erstmal kostenloser Versand ist, damit die Leute nicht gleich beim Checkout-Prozess hinten abgeschreckt werden, sondern sie sehen gleich einen Preis, sie wissen, das ist das, was er kostet, was es bekommt. Das ist so meine Philosophie, das müsst ihr nicht machen, das ist bei jedem unterschiedlich. Also ich mache es genauso halt bei mir bei den Online-Kursen auch so, da ist halt nicht irgendwie was versteckte Kosten drin, sondern halt gleich, das ist es und das kriegst du und so ist es fertig. Dann habe ich mir ein Dropdown-Menü gemacht, das ist noch nicht fertig, da kommen noch Sachen hin, das wird auch nochmal anders geordnet. Da sollen wir mit T-Shirts, Hoodies und Co. anfangen, das zeige ich dir auch denn. Und dann haben wir hier schon angefangen so ein bisschen mit der Hintergrundgrafik. Und dazu gibt es halt erstmal zu sagen, bei den Grafiken, logisch, wo du sie herstellst, also Placeit habe ich dir schon gezeigt. Du kannst natürlich auch da viele verschiedene andere Variationen nehmen, dir selber was zusammenstellen oder du nimmst halt fertige. Es geht halt ganz simpel, wir fangen hier von der linken Seite an, das ist quasi das Menü, wo man ja Elemente rein erschaffen kann, also du kannst hier Abschnitte hinzufügen, wenn ich jetzt sage, ich will hier irgendwo eine Galerie zum Beispiel drin haben, dann sieht das halt so aus, dann könnte ich sagen, ja, füg mir bitte die Galerie zu, dann, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, jetzt bin ich schon in der Galerie drin, da siehst du halt hier unten, da haben wir halt die Galerie. Und die kann ich jetzt auch nehmen und könnte die jetzt auch hier verschieben, dass ich einfach sage, mach die mir nach oben und dann siehst du schon gleich, ups, jetzt ist sie hier oben unter Kategorie und so weiter. Die wollen wir jetzt aber nicht, die nehme ich jetzt einfach mal wieder raus. Also ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Oben haben wir halt, wie gesagt, das Menü, dann so ein bisschen erstmal das Hallo sagen. Darunter haben wir dann die Kategorien, da werden wir machen T-Shirts, Name und Name sage ich schon. T-Shirts für Damen, T-Shirts für Mädels, T-Shirts für Jungs. Die Herren lassen wir jetzt einfach mal raus, weil vom Targeting werden wir es halt nicht machen. Dann werden wir noch so ein bisschen die persönliche Ebene einfach hier machen, ein bisschen mit Sales-Texten hier einfach nochmal rein, ein bisschen ein paar Bilder, dann noch ein paar, wie du es jetzt hier siehst, so ein bisschen ein paar Impressionen einfach nochmal mit reinbringen. Und dann unten werden wir noch ein Werbevideo mit reinschneiden. Wie wir das machen, das zeige ich dir beim nächsten Mal.
Hier läuft schon die erste App einfach mal von Sachen, ja, die dir so empfohlen werden. Und unten haben wir dann halt den Newsletter, den auch gleich hier noch gespickt mit informier dich über Angebote, weil es ist auch so eine Sache, dass da kriegst du natürlich, da lockst du mit Rabatten. Deswegen musst du ja auch einen Grund haben, warum die Leute sich da ja eintragen. Du kannst es natürlich auch machen mit anderen Goodies, dass du entsprechend irgendwie Geschichten, und jetzt könnte man sagen, okay, ich mache ein E-Book für Kinder, Einhorn-Stories, irgendwie, sage ich jetzt mal, Gute-Nacht-Geschichten oder sowas. Wer da sich einträgt, der kriegt erstmal eine kostenlose Gute-Nacht-Geschichte für die Kiddies und dann können die das vorlesen. Früher hat man es mit einem Buch gemacht, heute machen die Leute dann mit einem iPad. Dementsprechend kannst du da halt auch ja loslegen. Also ich habe es jetzt erstmal oben gemacht, hier mit der Slideshow oben, die habe ich quasi, also diese Slideshow, die habe ich halt rausgenommen, das ist halt das normale, der normale Hintergrund, den habe ich halt hier eingefügt, du kannst hier verschiedene Einstellungen machen, wie das zentriert sein soll und auch natürlich hier dementsprechend den Text zu schreiben. Hier immer kurz und knapp, nicht halt lange, ewige Abschnitte, weil man will das halt im Rüberspulen relativ schnell halt sehen. Dann habe ich angefangen mit den Kategorien. Da ist ganz logisch, dass ich gesagt habe, okay, bei den Kategorien, da könnte ich jetzt einfach so eine Kategorieliste hinzufügen, wie ich es dir vorhin gezeigt habe, mit diesem Element hinzufügen und könnte dann sagen, okay, ich will jetzt noch eine Kategorie zum Beispiel hier zuführen, wie ich, oder zufügen, wie ich es jetzt gemacht habe, kann dann wirklich hier in diese Kategorie reingehen und sagen, okay, hier soll jetzt eine bestimmte Sache rein, zum Beispiel hier soll jetzt die Startseite verlinkt werden, drücke auf Auswählen und habe dann hier zum Beispiel meine Startseite denn verlinkt. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Wollte ich euch einfach nur zeigen, wie man sowas machen kann. Das nehme ich jetzt einfach wieder raus. Und ganz wichtig ist, wenn ihr Änderungen macht, denn dazwischendurch immer wieder auf Speichern gehen, weil sonst passiert nämlich das, was gestern schon ein paar Mal wieder passiert ist. Frankie und der Speicherbutton, wir werden wohl nie die besten Freunde. Dann fängst du halt an, wieder alles nochmal von vorne zu machen. Ist blöde Geschichte. Hier gehen wir wieder zurück. Und das ist jetzt hier nur dieser Abschnitteaufbau quasi. Wie ist die allgemeine Struktur? Zur Gestaltung kommen wir dann hier bei den Theme-Einstellungen. Da kannst du dann so eine Sachen machen wie Farben. Also wenn ich jetzt sage, hier den Hintergrund zum Beispiel, du kannst, oder wir gehen jetzt mal nochmal hoch. Wir können jetzt zum Beispiel hier in die Formularfelder, machen wir hier die Seite zum Beispiel. Könnte ich jetzt sagen, dass ich jetzt hier irgendwo einen anderen Hintergrund mache. Und du siehst schon, es verändert sich dementsprechend. Und da kannst du ganz individuell die Sachen, sage ich mal, anpassen. Gut, das ist jetzt, wie gesagt, dann hier immer den Speicherbutton drücken, weil das Ganze online basiert ist, sonst funktioniert das nicht. Und so kannst du halt Schritt für Schritt erstmal deinen Shop ausrichten. So, das ist jetzt ein bisschen so die Gestaltung, Typografie und Co. Da gibt es halt ziemlich viele Schriftarten, die du einfach mal hier auswählen kannst. Und das verändert dann natürlich hier auch diesen Punkt einfach mal. Da gebe ich dir den Ratschlag, geh immer hier auf weitere Laden, weitere Laden, weitere Laden, weitere Laden. Das machst du so lange, bis es halt nicht mehr geht, so nach dem Motto, dass du wirklich alle Schriftarten siehst und mal alle durchtestest. Ich lasse die jetzt drin. Optimal ist noch anders, da geht es noch besser, weil du musstest bei diesen Schriftarten immer darauf achten, auch dass die, bei den Überschriften müssen sie sehr, sehr dick sein, dass es auch ganz leicht zu lesen ist. Du siehst es jetzt hier auch schon bei dieser Schrift einfach mal, dass ich das wirklich hier sehr breit einfach mal gewählt habe, dass es leicht zu lesen ist. Weil wenn Schnörkel ist schön, Schnörkel ist künstlerisch, aber Schnörkel bringt dir halt keine oder zieht den Kunden nicht richtig zum Lesen oder animiert nicht zum Lesen, weil es halt schwieriger ist, das überhaupt zu sehen. Also darauf wirklich achten, dass du eine schöne Font einfach mal benutzt, die gut lesbar ist. Ups, jetzt gehen wir mal zurück. So, kleine Info noch in eigener Sache, und zwar, wer so ein Business halt aufbauen will, wird relativ schnell merken, es ist doch nicht so leicht wie ein Videospiel. Ab und zu hast du schon mal die ein oder andere Frage und da fühlt man sich oft dann irgendwie so ein bisschen alleingelassen. Das musst du nicht, und zwar, ich biete einen Kursus an, wo ich dir das Shopify-Business wirklich von vorne bis hinten richtig erkläre. Mich selber als Ansprechpartner gibt es dazu auch. Ich halte es für sehr, sehr sinnig, weil wirklich, wenn du so ein Business aufbaust, dann hast du die ein oder andere Frage und brauchst auch mal den einen oder anderen Ratschlag, und deswegen sind die Coachings bei mir halt in den Kursen immer gratis mit drin. Also jetzt zum runtergesetzten Preis einfach mal für die Zeit der Shopify Challenge, der vorgezogene Black Friday Sale. Also sicher dir den Rabatt und dann sehen wir uns bei mir im Kursus. Als nächstes müssen wir, wenn wir uns den Shop jetzt angucken, natürlich hier diese Menüs erstmal einbauen und auch unten, sage ich mal, da gibt es ja auch hier diese Impressum, Widerrufs, Versandbedingungen und Co. Das sind ja auch wichtige Punkte und auf die will ich heute auch eingehen, wie man das Ganze macht.
Und das zeige ich euch mal hier. Und zwar, wir gehen hier auf den Punkt Seiten und da können wir Seiten erstellen. Du musst dir das Ganze so vorstellen, du hast dieses Theme, was wir ausgewählt haben, das ist deine Hauptpage, das ist deine Hauptstartseite, wo der Kunde ankommt. Und dann kannst du verschiedene andere Seiten noch erschaffen. Und die kannst du verlinken halt mit den bestimmten Menüpunkten, die du in dieser Seite setzt. Das ist das, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt auf der Hauptseite quasi Menüpunkte setzen, dazu eine Seite erschaffen und diese Seite befüllen mit Inhalten und die dann verbinden im letzten Schritt, damit wir halt die verbunden haben, sage ich jetzt einfach mal. So, und das passiert halt so, indem wir hier auf Seiten gehen und da gehen wir einfach mal auf Seite hinzufügen und könnten jetzt zum Beispiel Testseite. So, ich schreibe jetzt mal hier rauf, ich habe euch alle lieb, Testseite, das ist jetzt der Titel der Seite, der Textinhalt der Seite und lasst das Ding hier auf sichtbar. Also darum müsst ihr auch achten, dass das Ding halt sichtbar ist, sonst dementsprechend ist er nicht sichtbar. Also macht irgendwo Sinn. Gut, hier unten habt ihr die Webseiten-SEO-Meta-Beschreibung. Da werden wir auch noch, werden noch richtig krasse Inhalte für den Kurs noch kommen, weil ich mir einen SEO super, hyper, mega Experten gesucht habe, noch zusätzlich aus New York. Der wird die SEO-Kapitel nochmal sogar verbessern und da könnt ihr natürlich den organischen Traffic erstmal drüber ziehen, dass ihr nicht so viel Ads braucht. Klar, es ist eine mega schwere Sache, um es mal so zu sagen. Einfach wird es definitiv nicht. Aber wir haben da wirklich einen Fachmann an der Hand, den werde ich euch später nochmal vorstellen. Ich meine, gut, der lebt in New York. Treffen wir ihn, wenn man so nicht. Aber ich werde mal so gucken, ob er vielleicht Skype-Chat oder irgendwie sowas. Gut, also jetzt lassen wir das mal hier gespeichert. Die Seite haben wir jetzt erstellt. Das kannst du genauso machen mit, du schreibst hier rein Impressum, du schreibst da rein Datenschutz. Und dann müssten hier halt der Datenschutz und Impressum und diese ganzen Sachen rein. Jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt auf den Zeug? Nehmen wir da irgendwelche Vorlagen und so? Und nein, um Gottes Willen nicht. Bitte macht so einen Scheiß nicht. Keine Vorlagen benutzen und keinen so einen anderen Mist. Sondern das musst du richtig machen über einen Händlerbund. Oder was heißt über einen Händlerbund? Also das kannst du über Generatoren machen. Die sind allerdings nicht so angepasst, wie sie eigentlich müssen. Das ist nur eine Notlösung. Oder du lässt es dir richtig von einem Anwalt schreiben. Kleines Beispiel. Ich habe jetzt einfach mal... Also ich zeige euch einfach mal die Seite, das ist hier der Händlerbund, da könnt ihr dementsprechend ja mit einem Basic-Mitgliedschaftspaket, also ihr seht 8,50 Euro kostet es oder 8,90 Euro, ich glaube ich habe 10 Euro oder irgendwie sowas, das zahlst du monatlich und dann kannst du da die Impressum, Datenschutz und diese ganzen Rechtstexte halt behalten. Das sieht dann in etwa so aus, also so eine Datei kriegst du dann, also das sind jetzt nur die zum Einbinden, da sind dann halt die AGBs, da sind dann halt, das sind die Einstellungshinweise, wie du das Ganze machst. Impressum, Datenschutzerklärung, Widerrufsrecht, Versandbedingungen und diese ganzen Texte. So, die kannst du natürlich mit Copy und Paste da einfach mal rausziehen und entsprechend dann hier auf deinen Seiten dann einfügen. So, dann hast du da halt die Rechtstexte drin. Und könntest jetzt erstmal sagen, okay, die Seite hatten wir jetzt schon gespeichert, also die Seite ist erstellt, aber jetzt müssen wir die ja irgendwie verbinden mit unserem Shop, weil da ist ja noch nichts, wenn ich mir jetzt den Shop halt angucke und sage, ich würde hier oben gern jetzt zum Beispiel, ob du es jetzt oben machst oder unten, ist jetzt relativ, das Prinzip ist das gleiche, willst du verbinden, also gehe ich dann dementsprechend hier bei Navigation rein, ups, warte bis er lädt und sage diesmal, ich habe es leider verdreht, wie immer, wir gehen jetzt ins Hauptmenü und sagen, wir wollen einen Menüeintrag hinzufügen und zwar, wir nennen ihn jetzt einfach mal Hallo. So, und dann können wir halt hier auf den Links gehen. Was soll damit verlinkt werden? Das ist jetzt der Befehl quasi. Wir haben jetzt dieses Hallo, dieser Name ist quasi jetzt der Punkt, den wir auf dieser Hauptseite geschaffen haben. Und dann geht es halt darum, okay, welche Seite wollen wir jetzt verlinken? Jetzt kann ich hier auf Seiten klicken und sehe dann hier unten irgendwo, ups, wenn wir jetzt hier runtergehen, Kontakt, Testseite, genau, Testseite hatte ich es ja genannt, so, und dann mache ich halt hier hinzufügen, so, jetzt habe ich diesen Punkt hier, können wir auch nochmal hier auf die Website gehen, die nochmal aktualisieren, so, und dann haben wir hier den Punkt Hallo, so, wenn ich jetzt hier darauf klicke, dann komme ich zur Testseite und da steht dann drauf, ich habe euch alle lieb, also die Verbindung haben wir geschaffen und so kannst du das genauso machen. Du hast natürlich noch den anderen Vorteil, du kannst diese Seiten auch hier packen und einfach überall in Menüs ziehen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier so in
Home mache ich jetzt einfach mal Hallo, mache das Ganze speichern. Dann habe ich jetzt hier, ist dieses Testseite ist weg und wenn ich jetzt hier rauf gehe, steht jetzt hier im Dropdown-Menü Hallo, einfach weil ich es verschoben habe. Das ist halt, wie ich das machen kann. Ihr könnt es halt hier nehmen, ihr könnt es quasi, wenn ihr jetzt hier diesen, upsa, hier so drunter zieht, muss man so ein bisschen üben. Ihr könnt es in der Höhe verschieben natürlich, anders anordnen. Ihr könnt es aber auch nach rechts machen und dann habt ihr ein Dropdown-Menü, tschack, und dann klappt das Ding halt runter. Gut, das Ding, das Hallo brauchen wir nicht, das machen wir wieder weg. Ich will mir ja nicht meine Seite versemmeln. So, und da kannst du alles Mögliche machen. Dann mache ich zum Beispiel hier Shop, habe jetzt, okay, ist wieder noch durcheinander, mache ich T-Shirts, Hoodies, Accessoires, Kaffeetassen, lassen wir einfach mal. So, und dann hast du halt T-Shirts, Hoodies, Accessoires und Kaffeetassen. So, und das Ganze halt hintereinander. Heißt jetzt nicht, dass wir nur die Produkte nehmen, die werden wir sicherlich noch die einen oder anderen halt aufnehmen. Und das sind erstmal diese Einstellungen. Gut, dann sind es natürlich auch noch so andere Sachen, was wir hier machen müssen. Einstellungen, Checkout, Versand, allgemeine Sachen. Und zwar, wir fangen natürlich auch an bei den Zahlungsmethoden. Du musst irgendwo was hinterlegen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder blurren und deswegen werde ich jetzt da nicht so viel hier machen. Hier steht schon die Internetseite, die E-Mail-Adresse. Da ist es im Endeffekt, ihr müsst die Sachen halt nur eintragen, relativ easy. Was du allerdings machen solltest, ist kleiner Tipp von mir hier, Praxistipp. Und zwar, wenn ihr auf Verwalten geht, habt ihr hier zwei so eine rosa Punkte. Und da solltet ihr das Ganze mit dem auf Rechnung halt rausnehmen, weil das kann halt Probleme geben, wenn der Kunde denn nicht zahlt, dann hast du das Problem. Wir hatten es letztens halt auch im Kurs, da hat es einer vergessen rauszunehmen und dann hatte der irgendwie zwei, drei so eine Kunden, die wirklich ja, die Kosten produziert haben oder nicht nur zwei, drei, sondern ich glaube, es waren sogar noch mehr und das war wirklich dann halt richtig, richtig ärgerlich, wenn die denn halt nicht zahlen. Dementsprechend da halt anfangen, PayPal kannst du auch machen, Express-Checkout kannst du rausnehmen, wenn du willst. Muss man nicht, also wie gesagt, das ist jedem so ein bisschen selber überlassen. Gut, gehen wir mal zurück. Zahlungseinstellungen dürfte klar sein. Den Checkout-Prozess, den kannst du halt auch anpassen, dass man so ein bisschen den Leuten das einfacher macht. Also ob Konten halt optional sind, dass sie nicht erst ewig machen müssen und anklicken und diese ganzen Sachen. Weil es ist nämlich auch ziemlich wichtig an dieser Stelle, umso mehr der Kunde klickt, umso mehr springen halt ab. Das kannst du dir so allgemein melden und, oder allgemein halt merken. Mit jedem Klick, was der Kunde macht, verlierst du Kunden. Deswegen möglichst alles so kurz wie möglich halten. Die ganze Verkaufskette schön kurz und knapp halten. Gut, Versandbedingungen, ganz klare Sache. Die musst du festlegen. Das zeige ich dir jetzt auch noch einmal. Du kannst halt hier verschiedene Standorte einfach mal ja, festlegen, dass du dann halt auch bei ja, Tarife verwalten halt einfach mal reingehst. Und kannst zum Beispiel hier, jetzt habe ich hier mal kostenlos gemacht, du kannst halt hier noch eine Versandzone zum Beispiel erstellen und sagen, pass auf, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich könnte jetzt nach, hier machen wir Italien. So, machen wir zum Beispiel Italien hier mit rein, klick, dann könntest du hier noch oben das Ganze beschreiben und dann dementsprechend dir hier Versandzonen noch zumachen. Genauso halt mit der Gewichtsklassifizierung, das habe ich euch auch im Kurs ja nochmal erklärt, wie man das Ganze halt macht. Mit den verschiedenen Punkten, also wie du kannst es nach Gewicht machen, du kannst es nach Preis machen und so weiter und so fort und das ist alles eigentlich nicht so das große Problem. Rechtliches, da hast du nochmal die Rechtstexte, die kannst du halt hier auch noch einfügen. Upsa, jetzt haben wir diese ganzen Sachen hier drin, die muss ich jetzt blurren wahrscheinlich. Da kannst du, sage ich jetzt mal mit Copy und Paste, dann nochmal deine Rechtstexte halt reinhauen. Für die Verlinkung, sage ich jetzt mal, von den einzelnen Rechnungen und wenn da halt ein Kunde klickt und das ist halt eine ganz tolle Sache allgemein, dass das halt so wirklich so schnell geht. Wie gesagt, das ist halt ein ganz tolles CMS-Programm, also ein Content-Management-System, wo du dementsprechend ja, hier ganz easygoing, sage ich mal, rumbauen kannst, ohne dass du viel Angst haben musst, dass du was kaputt machst, weil die Sachen wirklich schon so in sich greifen. Und deswegen ist Shopify auch da definitiv zu erzählen. Also wenn du es mal testen willst, unten in der Videobeschreibung hast du 14 Tage kostenlos zum Testen. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Für dich ist es halt gratis 14 Tage zum Testen. Wenn du das Ganze weitermachst, kriege ich eine kleine Provision. Das muss man an dieser Stelle mal sagen, macht die Konkurrenz leider nicht. Aber wie gesagt, das ist eine coole Möglichkeit, um es mal auszuprobieren. Man fuchst sich auch relativ schnell rein, also so ein bisschen wie Facebook könnte man fast sagen. Du kannst hier auch nochmal gucken, übrigens jetzt, wie das halt auf einer Desktop, auf einer Handy-Version halt aussieht, wie das angeordnet wird und das wirklich ganz einfach halt anpassen, hier alles mit Drag and Drop oder halt reinziehen. Zum größten Teil sind die Sachen auch wirklich einfach selbsterklärend.
dass wenn du da dementsprechend drauf gehst, dass du dann zu der Seite geleitet wirst. Gut, das war es jetzt erstmal zum Tag Nummer 2. Jetzt geht es nochmal da, oder beim nächsten Tag werden wir uns denn um die Produkte einfach mal kümmern, weil da gibt es ja auch ziemlich viel, was wir noch anpassen wollen. Und da will ich euch erstmal zeigen, wie kommt man an Produkte, wie machen wir Research, wie hauen wir die Sachen rein. Ich habe jetzt hier natürlich schon welche fertig. Da zeige ich euch aber auch, wie man da halt hinkommt und wie man die Produkte denn einbindet. Ich glaube, wird eine ganz spannende Sache. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurem Shopify-Business. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Jetzt ist Wochenende, wird jetzt Shopify-Challenge extrem. Und dann legen wir auch nächste Woche schon los, die ersten Ads zu schalten und natürlich dann wahrscheinlich auch die ersten Sales halt zu kriegen. Wird eine ganz spannende Sache, also bleibt dran. Und vielleicht kriegst du den einen oder anderen Tipp da auch noch so mit.